Einen wunderschönen, da bin ich schon wieder, euer Odin, mit einem neuen Video, was ungeplantet heute, weil ich habe ein Pfännchen gekriegt vom lieben René. Da erstmal ganz liebe Grüße an René und danke für die Schenk, habe ich ja schon ihm geschrieben, aber also erstmal war da ein Brief drin, den möchte ich euch jetzt aber nicht vorlesen. Das ist ein bisschen, das ist ein persönlicher Brief und den lese ich nicht vor. Dann, das kommt da hin. Haben wir gekriegt, oh Gott, einmal Bettwäsche, also das war das erste, was oben drauf war, und zwar der kleine Maulwurf. Seht ihr das? Die habe ich auch in meiner Amazon-Wunschliste und der heißt bei uns der kleine Maulwurf in Polen, meine Frau kommt ja aus Polen, heißt es Kretschek. Kretschek. Ja, und da hat sie sich gefreut und hat die ganze Zeit rumgebrüllt. Kretschek. Das ist voll süß. Dann habe ich, also da haben wir ausgepackt. Und dann kamen noch so kleine Sachen. So, da einmal so eine Mütze mit Öhrchen. Und da steht Rockstar. Das passt doch eindeutig, oder? Und dann war auch eine Tüte für ein T-Shirt, aber das muss die Post wohl ein bisschen durcheinander gewirbelt haben. Weil der T-Shirt war nicht mehr in der vorgesehenen Tüte. Der hat nämlich einfach so los im Karton gelegen. Und da hat er mir... Sieht man das? Ja. Das ist so Tarnfarbe oben und ein Totenkopf. Und da steht Call of Duty. Habe ich ein Call of Duty T-Shirt gekriegt, was ich dann in Zukunft anziehen könnte, wenn wir dann zusammen alle Mann COD spielen. Schon voll geil. Und jetzt kommt das Geilste mit unter überhaupt. Ich habe dann weiter das Paket ausgepackt und da war unten so ein bisschen Styropor. Und dann haben wir so die Zeitung weggemacht und da ist dann was zu Vorschein gekommen. Ich mache das mal so rüber. So. Und zwar ein Odin. Da ist der Odin. Wir fangen mal oben von den Hörnchen an. So, mit Augenklappe. Bart. Und da unten steht auch Odin. Voll cool. Und der steht jetzt in, nämlich immer meiner Schrankwand. Und das ist auch das richtige Auge, was ihm fehlt. Das rechte. Weil beim Comic, bei der Animationsserie hier von Thor, da haben sie am Anfang, nee, bei dem Film haben sie auf der falschen Seite gehabt. Da haben sie auf der linken Seite mal gehabt. Und der steht halt jetzt hinter mir in der Schrankwand. Ich finde den so geil. Meine Frau findet den auch übrigens echt geil. Und dabei war denn noch ein Zettel. Den kann ich euch mal zeigen. So, das ist dieser. Wo es um Odin geht. Und seine Benraben, die Wölfe, den Speer Gungnir, dass er noch ein Schild hat und so. Und dann gibt's halt, haben sie hier auch geschrieben, das ist von unserem Künstler. Und da gibt es wohl auch noch Thor, Loki und Walküre. Also eine Walküre, gab ja mehrere Walküren. Eine Walküre, ein Thor und ein Loki gibt es da noch. Ja, ich habe mich halt megamäßig, also ich habe mich über alles megamäßig gefreut, aber da bin ich, wo ich das gesehen habe, bin ich ja durch die Wohnung rumgehüpft wie. Wie Rumpelstilzchen. Ich wollte es jetzt nicht sagen. Meine Frau sagt gerade wie Rumpelstilzchen. Jo, jetzt kommt auch schon meine Tochter. Das soll es jetzt auch soweit zum Video gewesen sein. Ich hoffe, hat euch gefreut. Ich habe mich megamäßig darüber gefreut. Ich finde es mega geil. Alles finde ich mega geil. Aber der Odin, der ist einfach der Burner. Der ist der Hammer. Da nochmal von mir und von meiner Frau ganz lieben Dank an den lieben René. Wir sehen uns im nächsten Livestream-Video oder was weiß ich auch wieder. Ich bin dann jetzt erstmal weg. Däumchen wert, Träumchen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin.